Herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Wenn mich jemand fragt, Mensch Matthias, was ist denn der größte deutsche Komiker für dich? Fällt mir die Antwort eigentlich sehr einfach. Es gibt zwei große Humoristen. Für mich der erste ist der noch lebende Gerhard Polt, der mir als Bayer sehr ans Herz gewachsen ist. Sehr schön. Und der andere ist der leider verstorbene Loriot. Vico von Bülow, einer der ganz Großen und nicht der Größte, sogar der Olymp. Ja, wo laufen Sie denn? Erinnert ihr euch noch? Ich habe hier mal Briefmarken aus dem Jahre 2011. Loriot feiert seinen Geburtstag, seinen 95. Geburtstag. Er feiert ihn dort oben. Und ich habe jetzt hier mal Sondermarken rausgeholt, die 2011 auf den Markt kamen. Wir haben hier andere Sondermarken, das Frühstücksei, vielleicht kennt ihr das noch. Irgendwann bringe ich sie mal um. Oder hier. Mein Hund kann sprechen. Wahnsinn. Humor. Sagen wir hier nochmal, hier ist nochmal, wo laufen Sie dann? Und hier habe ich nochmal die beiden Herren im Bad. Herr Dr. Müdenscheid, nehmen Sie die Ente aus meinem Bad. Genial. Loriot, du bist und du warst und du wirst der für mich einer der ganz großen Komiker sein. Komiker ist zu banal. Humoristen, weiß ich nicht. Du bist ein ganz feiner Kerl. Das erste Buch, was ich von Loriot hatte, haben mir meine Eltern geschenkt. Das ist hier, dieses Buch mit diesem Knollenmännchen. Knollennasenmännchen. Loriots heile Welt. Ich habe hier die Bertelsmann Club-Ausgabe. Da waren meine Eltern damals Mitglied. Und ich fand diese Zeichnungen so schön. Ich fand die Schlimmwelt, die Möpse da so schön. Also so viel feiner Humor, so viel tiefsinniger Humor, so viel deutscher Humor. Und ein anderes Buch, was ich hier noch mitgebracht habe, ist der erste Spielfilm von ihm, Loriot, Ödipussy. Hier das Buch, was bei Diogenes erschienen wurde. Das ist nun das Drehbuch und mit ein paar Bildern. Und ich konnte diese Dialoge alle nachsprechen und ich kann sie nachsprechen. Für mich noch größer ist der nachfolgende Film 1991, Papa ante Portas. Warum? Weil er mich an meinen Papa erinnert. Herr Lose, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein, das ist mein Vater. Bei Ödipussy, diese Kommode, die er aufmacht, diese Wackelkommode, das ist unsere Kommode. Der Loriot war scheinbar bei uns zu Hause und hat uns als Familie studiert. Toll. Loriot, verstorben, leider. Ich habe ihn einmal getroffen. Und zwar 1991 war ich im Kino und habe mir Papa ante Portas angeschaut. Damals in einem Kino in der Münchner Innenstadt, das hieß Tivoli. So ein altes Kino, ist glaube ich 2011 dann oder so. Also 2011, glaube ich, abgerissen worden, zugemacht worden. Und ist jetzt irgendeine Douglas-Filiale oder irgendwas drin. Und dieses Kino, da habe ich einen Film, wollte ich mir anschauen, saß auch schon drin und habe mir dann, bin nochmal raus, weil ich irgendwas zum Naschen brauchte. Irgendeinen Keks, was weiß ich. Und ich stehe dann an der Kasse und hinter mir stehen zwei Opas. Zwei ältere Herren. Ältere, alte Herren. Und ich wollte meine Kekse kaufen und wurde überhaupt nicht beachtet. Weil das ganze Kassenpersonal und auf jeden Fall Leute vom Tivoli kamen daher und haben die beiden alten Herrschaften hinter mir begrüßt. Es waren, oh Wunder, Heinz Rühmann und sein Kumpel Loriot. Loriot wollte seinem Kumpel Heinz Rühmann den Film zeigen, seinen Film zeigen, seinen zweiten Spielfilm zeigen. Und natürlich hatte keiner irgendeine Resonanz von mir genommen, wegen meinen Keksen, die ich kaufen wollte. Gut erzogen, wie ich bin, begrüßte ich auch die beiden. Ich dankte beiden für ihr Filmwerk. Heinz Rühmann nickte nur, sagte eigentlich nichts. Und Loriot, perfekt erzogen. Loriot sprach mit mir einige Sätze, bedankte sich artig für meine netten Worte, die ich für ihn und für seine Filme gesprochen habe. Und Loriot hat mit mir gesprochen. Wahnsinn. Leider habe ich ihn danach nie wieder getroffen. Ich habe mal einen Nachbarn von Loriot getroffen, der quasi in Ammerland oder in der Gemeinde, wo er da wohnt, am Starnberger See, lange Zeit Nachbar war, bis er verstorben ist. Also nicht der Nachbar, sondern Loriot. Der hat mir ein paar tolle Geschichten erzählt, wie Loriot als Nachbar ist, aber
Er bat mich auch, diese Geschichten nicht der Öffentlichkeit zu erzählen, was schade ist, weil sie waren wirklich gut und Loriot muss wirklich ein ganz, ganz toller Mensch gewesen sein. Jetzt schaut er im Himmel zu. Lieber Loriot, lieber Vico von Bülow, feier dort oben und schau auf uns herab und wir genießen wieder deine Filme, deine Bücher, deine Zeichnungen, dein Gesamtwerk. Du bist ein toller Kerl. Herzlichen Dank und Happy Birthday, Loriot.